Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu Days Gone, zur Folge 71. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut, ihr seid alle gut drauf und ihr habt bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und wir werden schauen, was uns jetzt hier erwartet. Nein, nein. Ach ja. Mach den Dieb ausfindig. Okay. Ich muss mich genau umschauen. Ah, das ist jetzt genau die Mission, ich muss da oben von meinem Bike. Aha, okay, dann ist es die Mission. Ich muss da herkommen mit dem Bike. Was haben wir hier? Ah, geht doch. Colonel, ich habe ihn gefunden. Kein Zweifel. Denken Sie daran, ich will ihn lebend. Ja, Sir. Colonel, ich kriege ihn. St. John Enden. Okay, na los, du Arschloch. Verdammt, nein! Komm, hören Sie mir zu! Ich habe nicht... So, schauen wir. Das ist wie so eine Mission. Das ist wie so eine Mission, wo ich Gas geben, schießen gleichzeitig muss. Konzentrieren, was da vor mir ist. Runter! Schieß aufs Bike, Dick! Schieß aufs Bike! Oh nein, 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 nein! Kipp schon, Dick, Dick! Lass ihn nicht entkommen, Dick! Ah, nein! Lass ihn nicht entkommen, Dick! Das darf doch nicht wahr sein!
Jetzt warte mal. Hundertprozentig, okay, passt. Na gut, wo? Jetzt habe ich dich. Colonel, ich habe ihn gefunden. Kein Zweifel. Denken Sie daran, ich war im Leben. Ja, Sir. Colonel, ich bin John Ende. Okay, na los, du Arschloch. Verdammt, nein! Spike, Dick! Ich auf Spike! Das ist ja jetzt wirklich gut gegangen. Aber er wird gehängt, das ist der Nachteil. Du, dieses Arschloch. Nein, nein. Okay, was zum Fahnenflucht ist das eine, aber man muss nicht auch mal zwei Leute umbringen. Lass mich, bitte, lass mich gehen. Ich sag dir, wo das Zeug ist. Ich schwör's. Tut mir leid, Kumpel. Sag's dem Colonel. Colonel, ich hab ihn lebend. Übertrage Koordinaten. Corporal, gut. Ich schicke eine Patrouille. Machen Sie Meldung. Garrett Edwin. Schauen wir mal, wenn wir wieder zurück zum Camp fahren. Das Leben eines Drifters. Fahren, fahren, fahren. Jetzt hoffe ich, dass uns der Wolf nicht verfolgt. Oder wo ist dieser Puma? Ich weiß es nicht. Das kann das auch mal die Tore schnell aufmachen. Mein Timer wieder vergessen, stimmt. So. Wo stehen wir denn jetzt? Ich glaube, 5 Minuten haben wir bis jetzt. Auf der Uhr. Da, 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 da. Aber es war ja der HP, wenn ich die irgendwo anders sehe. Sarah. Ja, leg's auf den Tresen, bitte. Okay. Es tut mir leid. Es ist manchmal einfach wirklich frustrierend für mich. Das wusste ich nicht. Ja, gib mir noch einen Anforderungsschein. Nein, weißt du was? Ich werde dir den hier nicht geben. Was? Warum nicht? Weil ich dich diesmal begleite. Gehen wir. Cool.
Soldat. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Ja, klar. Wann warst du das letzte Mal draußen? Ich meine, draußen in der Außenwelt. Hey, ich habe Sachen besorgt wie alle anderen auch. Aber es stimmt schon. Es ist eine Weile her. Hast du überhaupt ein Bike? Ja, aber... Ich glaube, ich fahre lieber bei dir mit. Dann wären wir nicht voneinander getrennt. Ja, Ma'am. Hör auf mit... Hey, warst du schon in der Arche? In den Höhlen hier. Ja, es gab die große Besichtigungstour. Mit dem Colonel persönlich. Komm schon, selbst du musst ihm einiges zugutehalten. Seine Vision, ich meine, der Versuch zu retten, was wir können. Tja, eins ist sicher. Diese Insel hier ist eine Festung. Wer hier rein will, muss schon einen Wahnsinnskampf liefern. Ganz genau. Wow, wie nett. Man sieht den weiblichen Touch. Ach, genau. Ich bin fast nie hier. Die meisten Nächte verbringe ich auf der Liege im Labor. Schau dir das an. Ein nützliches Ding. Das war ein Geschenk von Matt, als ich hier ankam. Matt? Der Colonel. Ach, Mann, komm schon, Deacon. Ist nur eine Waffe. Okay, gehen wir hier lang. Ich zeig dir was. Ich komme schon. Als ich herkam, hatte die Miliz fast jeden Baum auf der Insel gefällt. Ich bat Matt, den Colonel, den letzten zu verschonen. Ach ja, und warum hast du das getan? Erinnerst du dich an unser Wochenende hier am Crater Lake, nach unserer Hochzeit? Boza und Joni. Ich erinnere mich. Hey, ihr habt viel Bier getrunken. Ich wusste das nicht. Egal. Auf jeden Fall dachte ich, als der Mount Mesama ausbrach, wie lange dauert es wohl, bis die Lava kalt war, der Boden sich formte, die Bäume wuchsen. Wenn alles vorbei ist, wenn wir die Insel verlassen, soll hier wenigstens noch ein Baum stehen. Hör zu, diesen Leuten hier ist das alles scheißegal. Ich war in ihrer Todeszone. Naja, der Colonel will den Krieg gewinnen. Und wenn meine Arbeit erst einmal erledigt ist, muss er nichts mehr niederbrennen. Cool, cool, cool. Oh, Baum. Das ist jetzt der gewesen, oder? Was ist? Nichts, nur... Schon gut. Halt dich fest. Ich erinnere mich. Östlich von hier gibt's ein Community College. Beim Highway. Kennst ja, du das? Ja, wir leise machen. Ja, nehmen wir die Südbrücke. Das geht schneller. Sehr gerne. So. Hey, ich muss das fragen. Dieses Zeug, die Hefe und das Silikon. Wozu ich das brauche? Die Waffe, an der ich arbeite, ist ein Virozid. Ich will den Virus, der die Mutation auslöst, isolieren und zerstören. Okay. Biker Lady. Keine Bike so wie die Biker-Lady. Kann ich dich was fragen? Nach dieser Nacht in Farewell, was ist... Ich meine, wie seid ihr entkommen? Naja, das war echt ziemlich knapp. Als die Cops weg waren, fingen die Leute, also die noch lebten, an, Straßensperren zu bauen und alle abzuknallen. Irgendwie schafften wir es zu diesem Flüchtlingslager. Wir dachten, du wartest auf uns, aber... Wie gesagt, es war weg. Und in anderen Lagern das Gleiche. Keine Überlebenden, alles verrannt. Also, in nur einer einzigen Woche wurde das Tal zur Kriegszone. Die Leute töteten, um an Essen zu kommen. Und manchmal töteten sie auch völlig grundlos. Hätten Boza und ich nicht zusammengehalten, wir hätten es nicht geschafft. Warte, Boza?
Er lebt? Wo ist er? Was ist mit ihm passiert? Ja, er lebt, aber er ist in einem Camp im Norden. Er kann nicht mehr fahren, weil er einen Arm verloren hat. Aber er lebt. Ich bin so froh, dass er lebt. Es tut mir leid, ich hätte früher nach ihm fragen sollen. Das ist alles gut. Okay, ich bin dran. Hör zu, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber dieser Abend in Farewell, mein Mongrels Ring, hast du ihn noch? Deacon, es tut mir leid. Richtlinie des Colonels. Sie konfiszieren deinen Schmuck, wenn du ins Camp einziehst. Sie schmelzen das Gold und Silber ein für Weavers Projekt oder was auch immer. Hab gar nicht mehr daran gedacht. Es tut mir wirklich leid. Nein, mach dir nichts draus. Keine Ahnung, ich hab nur laut gedacht. Unwichtig. Da müssen wir jetzt irgendwie aufpassen. Da wird es jetzt irgendwie gefährlich werden. Hier, ich glaube, das ist es. So. Deswegen sind wir da zuerst nicht reingekommen. Wenn wir mit ihr hierher müssen. Warst du schon mal hier? Einmal. Bevor. Du weißt schon. Berufsinfo. Ich sollte einen Vortrag über aufregende Berufe in der Biochemie halten. Gott. Was? Gar nichts nur. Ich hätte lieber darüber reden sollen, wie man... Wie sollen wir da durchkommen? Versuchen wir es außenrum? Nein, warte, ich kann dich hochheben. Bist du bereit? Ja. Geht's? Hoch, meine Lady! Ich hab's. Hier, Vorsicht, Kopf! Alles klar. Scheiße, was ist hier passiert? Das hier war eins der ersten Camps. Es wurde aufgebaut, bevor man wusste, dass die Horden die Highways so lieben. Als ich herkam, war es längst ausgelöscht. Dieser ganze Ort muss vor Freaks nur so wimmeln. Ja. Weißt du, wo wir hin müssen? Wie gesagt, ich war nur einmal. Das Forschungsgebäude müsste dort sein. Schauen wir mal, den richten wir jetzt uns her, dass wir ihn voll noch 100% umbauen. Was ist? Ich will lieber kein Aufsehen erregen. Wer weiß, was da drin ist? Ja, wir wissen, was drin ist. Verdammte Krabbler. Komm, wir gehen außen rum. Mein Gott, ich will die Krabbler erledigen. Nein, wer auch immer hier gelebt hat, hat alles ziemlich gut verrammelt. Wie wäre es hier durch? Die Tür ist verschlossen, aber nicht verrammelt. Kriegst du sie auf? Ich glaube, ich könnte das. Ach so. Das ging gut. Hier durch. Sieht gut aus. Komme. Hier, pack mal mit an. Moment, okay. Okay, bereit? Schieb! Okay. Bist du bereit? Los geht's. Oh, Scheiße. Los, zurück. Schwarm. Wir finden einen anderen Weg. Nein, warte mal. Wir schaffen das. Was? Wir schaffen das. Wenn wir beide da rausgehen, locken wir sie nur alle zueinander. Also... aufsteigst und mir dann von da Deckung gibst. Du übernimmst die Streuner, ich erledige den Rest. Bist du ganz sicher? Ja. Ich mach das andauernd. Du darfst nur nicht aufhören zu schießen, okay? Deacon. Wenn ich durch bin, machst du hier zu. Okay. Come on.
Ja, komm weiter. Alles sauber. Kein Schrott. Alles okay? Oh Mann, das war echt ein bisschen zu knapp. Die hatten keine Chance. Der Lärm wird noch mehr anlocken. Ja, ja, aber dann sind wir längst weg. Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Die haben hier alles verbarrikadiert. Sehen wir mal, ob irgendwo ein Loch in den Wänden ist zum Hochklettern. Okay. Ich dreh mich hier um. Ist da was? Nein. Da ist Tour. Da ist Tour. Hey, hier drüben, ein offenes Fenster. Ich komme. Geht das? Ja, ja, alles klar. Moment, ich such was für dich. Sarah? Warte, ich such was, das ich runterwerfen kann. Oh, Scheiße. Ein Deacon! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Verdammt! Such einfach was zum Hochklettern für mich. Bin dabei. Wir müssen doch schauen, dass wir weiterkommen. Sarah! Deacon hier! Oh Gott, warum lachen wir? Ich weiß nicht. Weißt du... Du wolltest mich doch immer überreden, wieder zur Schule zu gehen. Oh, na ja. Jetzt hast du es endlich geschafft. Besser spät als nie. Oh, okay. Danke. Bereit? Mhm. Dann los. Okay. Hier, diesmal gehe ich zuerst. Ja, Ma'am. Wie Sie wünschen. Wie nach einem Bombenangriff hier. Ja, vielleicht war es einer. Na los, ich glaube, hier geht es rein. Oh Mann, du was? Dann stehen wir gleich mal bei einem Molotow wieder her. Dann sind wir da wieder voll mit deiner. Munition haben wir keine. Also, ah, da schon, habe ich einen Schalter gefahren, was ist drin schon? Oh, die Tür klemmt. Ja, das nein, geht schon. Ich schaff das. Siehst du? Siehst du? Wie gesagt, ich schaff das. Ja. Ja. Sehr gut. Danke. Apokalypse und Biker Lady. Wie dringend brauchst du dieses Gerät? Komm schon, wir haben es fast. Wir werden jetzt nicht aufgeben. Ich frage ja nur. So sind also die Freaks reingekommen. Da könnte wohl jemand nicht einpacken. Die Luft ist rein. Hier. Shit. Mehr Barrikaden und zwar überall. Check die Gebäude. Ja, jetzt schauen wir mal, vielleicht kriegen wir da irgendwo einen Schrott raus. Kriegen wir wenigstens die Waffen. Wir werden schon wahrscheinlich über die 20 Minuten drüber sein, aber wir machen jetzt die Mission fertig. Da können wir jetzt auch noch eine. Ich
sehe das Forschungsgebäude da drüben. Wir müssen einfach durch die Barrikaden. Schauen wir mal, was in die anderen Räume hinten ist. Wir haben da noch mehr Räume. Komme. Sind wir da auch noch irgendwo? Komme. Ja, ja. Die kriegen wir müssen dort zuerst mal blind an. Nicht aufzukriegen. Okay. Leider kein Schrott. Hey, noch ein offenes Fenster. Okay. Hier, ich heb dich wieder hoch. Aber diesmal... Finde ich schneller was, wo du hochklettern kannst. Ich hab's. Genau. Ich hab nicht mehr viel. Okay. Gut, warte. Hey, und versuch diesmal keine Schwärme anzulocken, ja? Na sicher, klar. Ich werd's versuchen. Shara, halt durch! Komm schon! Nein, nein! Oh nein, 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 nein! Wusch! Sarah! Nein! Verdammt, nein! Sarah! Wo bist du? Sarah! Oh mein Gott! Es waren so viele! Es hörte nicht auf! Okay, alles gut, du bist okay. Hey, komm schon. Mir geht's gut. Komm, wir sind fast da. Huhu. Das Wissenschaftsgebäude. Ja, sieht so aus, als hätten sie die Hütte von innen komplett dicht gemacht. Komm, es muss einen Weg reingeben. Bist du auch wirklich okay? Ja, war nicht mein erster Freak. Ich weiß, aber... Die kennen alles gut. Gehen wir. Die Tür da, kriegen wir sie auf? Wohl kaum. Nein, sie ist von innen blockiert. Gehen wir mal außenrum. Es muss irgendwo reingehen. Ich sagte doch, irgendwer hat sie von innen blockiert. Ein Versuch war's wert. Verriegelt. Shit, geht nicht auf. Fest verriegelt. Wie Tieren haben die da eh gebaut? Nicht aufzukriegen. Wohl kaum. Oh, verdammt nochmal! Hey, schon okay. Wir finden schon. Verriegelt wie alle anderen. Warte mal.
Warte, warte mal eine Sekunde, das sind... Das sind Krabbler. Sie sind da drin. Da sind Krabbler drin, das heißt... Man kommt irgendwie über das Dach rein. Los, komm. Krabbli, Krabbli. Los, hier ist das Dach niedriger. Ja, wir müssen nur irgendwie da rauf. Sarah, hier. Bist du bereit? Ja. Okay, schieb! Es ist zwar Bikerspiel, gell? Aber im Normalfall hol ich mir ein bisschen Benzin, gerade so viel, dass ich in der Stadt. Ist das weit genug? Und nachher. Ja, Moment. Geht das? Ja. Okay, und pass auf. Nachher. Breche ich durch die Tür durch. Also im Normalfall. So würde es ihm machen. Hast du dich niedergestochen? Sie sind tot. Das war der letzte. Dir macht das Spaß. Was? Krabbler töten? Nein, aber ich meine, du musst zugeben, die sind echt ziemlich nervig. Da hast du recht. Das sollen wir dann wieder herstellen, weil wir brauchen wahrscheinlich jetzt gleich jede Menge Verbände. Geh jetzt mal stark davon aus. Weil so einfach wird das nicht gehen. Geh mal auch davon aus. Hier. Gib mir deine Hand. Okay. Vorsicht. Langsam. Geht schon. Okay. Wer war wieder in die Nacht? Die sind nicht nur nervig, die stinken auch tierisch. Ja, leb du mal 2 Jahre wie sie. Wer weiß, wie du riechen würdest. Nein, danke. Wo müssen wir hin? Die Türen. Eine davon führt in ein Labor oder in den Hörsaal. Die Zentrifuge muss hier irgendwo sein. Das war's nicht. Ich hasse es, wenn ich mich da nicht so bewegen kann, wie ich will. Ich kapier's nicht. Keine Einschusslöcher, keine Hinweise auf einen Angriff. Schierling. Heilige Scheiße. Hier drüben. Ist das die Zentrifuge, die du gesucht hast? Ja, das ist sie. Na los. Okay. Thank you.
Ich hätte das Bike wohl besser verstecken sollen. Okay. Dann mal los. Ich hab weg, Busch auf Freunde. Scheiße. Ja, gute Idee. Was ist denn da? Vorsicht! Hast du die Munition dabei? Ich glaube, sicherer wird's nicht. Los, Bewegung! Da ist Munition. Wo haben wir da nur an? Da ist natürlich so Munition. Okay. Da haben wir an irgendwo an, oder? Den Kopf. Zumindestens haben wir da mal ein paar Schuss. Kapiert. Hast du noch Munition? Ich hab genug. Runter! Munition! Ja! Danke! Sarah! Pass auf! Molotov. Alles klar, weg hier. Warte mal kurz. Ich brauche diese Zentrifuge. Okay. 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 Alles klar. Los. So, das ist. Der hat auch noch was, schätze ich mal. Genau. Ja, ist mir auf. Genau das wie der. Rauf aufs Bike und weg. Wir haben schon mehr Zeit, als wir nötig verbraucht hier. Aber das werde ich jetzt noch nicht spielen. Da sind noch mehr, viel mehr. Wir müssen sie erledigen, sonst kommen wir nicht zum Bike. Hast du noch mehr von den Rauchgranaten? Ja. Von hier sieht man den ganzen Parkplatz. Pass auf, wo ich hingehe und wirf dann die Granaten vor mich. Alles klar? Klar.
Okay, dann mal los. Entschuldige, dass ich momentan so ruhig bin, aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren, damit das mal so. Moderner. Erwischt!
Ja, jetzt haben wir mal looten. Okay, warte. Ich komme zu dir. Das ist eine gewaltige Folge. Leck mich doch. Am Popo Kathetel, oder wenn man dazu sagt. Das hat jetzt Ressourcen gefressen. Ah, Sarah, da. Ich weiß schon, egoistisches Schwein. Bist du okay? Ob ich okay bin? Was ist los mit dir? Oh, ich weiß nicht. Ich dachte gerade an unser erstes Treffen. Du hast mit meiner Knarre diesen Typen verjagt und gezittert wie Espenlaub. Ja, seitdem hat sich viel verändert. Ja. Na los, verschwinden wir von hier. Was ist mit dir passiert, Sarah? Was soll das denn heißen? Hey, hör zu, ich verstehe schon. Alles ist anders. Alle von früher sind tot. Aber das erklärt nicht... Erklärt was nicht, Deacon? Warum mich jeder von den Jungs hier die Hexe von Wizard Island nennt? Hör zu, auf den Scheiß gebe ich nicht viel, okay? Mir ist nicht mehr passiert als jedem anderen auf diesem Scheißplaneten auch. Ja, okay. Wie du meinst. Hey, hier lang. Ich komme. So, das haben wir dort. Dann geht's ab. Wie gewesen, würde ich mal sagen. Aber ich wollte es nicht aufteilen. Ich wollte es einfach nicht aufteilen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir müssen die Mission nicht, also wir müssen nicht selber zurückgefahren. Aber so ist es auch schon, bevor der ja selber zurückgeht. Aber war cool mit unserer Frau unterwegs zu sein. Jawohl. Dann können wir hier eigentlich die Folge beenden. Darf ich Danke sagen? Nein. Okay. Weißt du, ich wollte einfach nur sagen, wie sehr ich das brauchte. Gern geschehen. So, meine lieben Sportsfreunde, das war doch einmal eine gewaltige Folge, oder? Das war doch mal eine gewaltige Folge. Ich hoffe, jetzt habt ihr viel Spaß gehabt beim Zuschauen. Mir hat die Mission Spaß gemacht. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer will, kann mich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, so dass er nichts mehr Neues verpasst. Und dann wünsche ich bis zum nächsten Mal noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, was du dir dieses Video schaust, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.